Hey Leute, Kurotoki wieder am Start. Das Update von Dragon Ball Legends ist jetzt vorbei und hier kommt natürlich auch das Update-Video dazu. Wir haben einen neuen Login-Bonus bekommen und der ist eigentlich eh nicht so besonders, deshalb machen wir das Ganze im Schnelldurchlauf. In der ersten Woche bekommen wir 50 CC, in der zweiten Woche, wie wir sehen können, weitere 50 CC, in der dritten Woche wieder 50 CC und in der vierten Woche bekommen wir auch 50 CC plus am letzten Tag bekommen wir so ein spezielles Item, welches man von den Sammelabenteuern bekommen kann. Somit machen wir hier jetzt bei den Events weiter. Die rechte Seite können wir eigentlich fast wie immer überspringen und deshalb gehen wir auch direkt zur Mitte. Weil hier beim Storytell haben wir zwar keine neuen Sachen dazu bekommen, aber zwei Events haben jetzt unsere Sammelabenteuer dazu bekommen. Und zwar kann man hier sehen, einmal das Beerus-Event, hier sind die 7-Stunden-Abenteuer dabei und einmal das Event von dem Future Gohan, hier sind eben die 3-Stunden-Abenteuer da. Sonst gibt es eigentlich auch nichts zu sagen, deshalb können wir direkt zur linken Seite weiter. Weil hier haben wir schon etwas Interessanteres bekommen, aber wir fangen von unten nach oben an, wie immer. Das Legends Road von Gohan ist eh schon vom letzten Mal, deshalb gehen wir gleich weiter und zwar zum Legends Road vom Trunks hier. Den haben wir eigentlich auch schon öfters bekommen und das Einzige, was wir hier noch machen können, ist im Shop wieder, weil das Ganze wieder da refreshed wurde, sag ich mal, vom Shop die ganzen Sachen wiederholen, die man brauchen kann. Als Beispiel hier, Platin-Coins, Skip-Tickets, Master-Pack-Tickets und so weiter. Wie man sehen kann, wurde unser OST-Rush erneuert, wir haben keine neue Stage dazu bekommen, aber können wieder mal unsere 500 CC abholen. Plus Leute, das Goku Black-Event ist zurück, wir haben dieses Event bereits gehabt, aber wir können das Ganze wieder von neu machen und somit haben wir die Möglichkeit wieder 1000 CC zu bekommen. Und das Einzige, was uns eigentlich nochmal übrig bleibt, ist dieses Super-Scout-Battle hier. Hier haben wir wieder 3 neue Tags dazu bekommen und das war's dann eigentlich auch schon, kann man sagen. Die Story, wie man hier sehen kann, geht noch nicht weiter, aber es kommen bald neue Story Stages. Sieht eher danach aus, als würde es nächste Woche wieder weitergehen. Somit machen wir jetzt weiter mit dem Shop, weil hier beim Shop können wir schon mal sehen, da wir neue Sammelabenteuer bekommen haben, bekommen wir auch einen neuen Shop dazu. Wie immer eigentlich, kann man hier Energietickets kaufen, Skip-Tickets kaufen, Radierer, Mass-Spec-Tickets und so weiter. Und was am Ende übrig bleibt, sind eben meistens die Rising-Seelen. Kann man auch hier sehen. Dem Shop vom LR Trunks habe ich eh schon gezeigt, also müssen wir uns das nicht anschauen. Aber was wir nicht vergessen dürfen, Leute, beim Dual Shop gibt es wieder 5 Single-Tickets. Ich habe meine bereits gekauft und habe sogar einen Sparking davon bekommen, aber leider einen alten Sparking. Die einzigen zwei Sachen, die ich noch erwähnen möchte, wir haben wieder die Möglichkeit, Super CC zu kaufen. Hier wäre der Shop dazu und der ist eigentlich auch ein genau gleich geblieben. Und was wir aber noch dazu bekommen haben, hier unten bei den Legends-Tickets, können wir jetzt sogar wirklich den Future Vegeta hier kaufen, beziehungsweise den LF Super Saiyan God Vegeta. Und das wäre es dann eigentlich auch schon gewesen. Und genau deshalb kommen wir hier jetzt zu den Summons, weil wir haben einen neuen Step-Up-Banner bekommen. Einmal haben wir den Great Saiyan 1 als Duo-Unit, also mit Great Saiyan 2 als Assist. Und einmal haben wir eben den Transforming Goku Black bekommen, der in den Super Saiyan Rose gehen kann. Und ja, sieht eigentlich schon ziemlich nice aus sogar. Und das wären eben die zwei Feature-Units, die wir drin haben. Und hier sind nochmal die drei LFs, die auch im Banner sind. Also ja, abgesehen von Goten sind das eigentlich schon zwei ziemlich starke LFs, muss man halt auch dazu sagen. Und eine kleine Änderung, die in Dragon Ball Legends durchgeführt wurde, möchte ich euch auch mal kurz zeigen, weil das ist eigentlich schon ziemlich wichtig. Vor allem für zukünftige Charaktere. Hier bei dem Great Saiyan können wir jetzt sehen, dass er als Tag Female auch dazu bekommen hat, weil eben Great Saiyan 2 auch dabei ist. Und das haben sie jetzt nicht nur bei dem gemacht, sondern bei Broly und Chile haben sie es auch hinzugefügt. Also könnte es eigentlich ziemlich interessant werden, wenn wir weitere Duo-Units bekommen, die jetzt nicht unbedingt mit Female zusammen sind. Weil dann könnte man schon ein paar witzige Teams aufstellen. Aber Leute, da machen wir hier jetzt mit den Events weiter. Wir haben 3 neue Event-Missionen bekommen. Ganz unten hier fangen wir mit dem LR Trunks an. Hier kann man maximal 350 CC bekommen und das Einzige, was man machen muss, ist eigentlich nur diesen Trunks hier spielen und dann noch 30 Charaktere K.O. bekommen. Also sollte eigentlich eh jeder schaffen. Und hier haben wir die Missionen zu unserem Sammelabenteuer-Event. Ich glaube, da muss ich jetzt auch nicht viel dazu sagen. Wie immer kriegen wir ein Sparking Assist-Tickets und der Rest sind alle Single-Tickets. Und maximal können wir hier, wie man sehen kann, 200 CC bekommen. Die restlichen Sachen werde ich jetzt nicht unbedingt erwähnen, weil das ist eigentlich eh immer das Gleiche. Und hier sind nochmal die Missionen zu einem Goku Black Event, weil ich habe ja gesagt, man kann wieder 1000 CC bekommen und hier werden eben die Missionen dazu. Beim PvP sind wir jetzt bei Season 52 angekommen, wie es aussieht und es bleibt immer noch alles gleich. Also die 1000 CC, die Z-Power, die Radierer und so weiter, alles bleibt genau gleich. Falls ihr es in den News nicht gesehen habt, Leute, wir bekommen einen neuen Raid. Anfangen tut es am 3. September, also am Samstag. Und dieses Mal droppt er nicht einfach ganz normal diese Dual Coins, sondern Extreme Clash Medaillen heißt es. Das sind jetzt die Sachen, die man auch dazu bekommen kann, also die er auch mitdroppt. Und dieses Mal ist es auf jeden Fall wieder besser, weil wir können wieder Platin Coins, Radierer, Dual Coins natürlich auch, die Zenkai Abenteuer nicht so wichtig, aber das fünfte, was wir hier sehen, sollte sogar Z-Power sein, aber für Extreme. Und das wäre schon ziemlich nice auf jeden Fall für Leute, die jetzt bestimmte Extreme-Charaktere haben, die sie unbedingt pushen wollen. Wir wissen natürlich noch nicht, wie hoch die Drop-Rate sein wird, weil die wird sicher nicht so hoch sein. Aber trotzdem ziemlich interessant, dass die Rewards um einiges verbessert wurden. Jetzt kommen wir wieder zurück zu den Extreme-Clash-Medaillen, weil hier steht schon mal da, wofür wir die Sachen da eintauschen können. Maximal 1000 CC, dann noch Radierer, Zenkai-Seelen und Super-Seelen. Somit bleiben uns nur mehr die Equipments übrig. Hier haben wir das erste Equipment. Wir haben ein Equipment, welches ein neues Awakening bekommen hat. Aber ihr solltet jetzt nicht alle eure Radierer dafür verschwenden oder so, weil übertrieben krass finde ich das Equipment jetzt nicht, aber wenn man es schon mal farmen kann, dann sollte man es auf jeden Fall mitnehmen.
Hier haben wir ein weiteres Equipment, das bekommt man aus dem PvP und zudem kann ich einfach nur sagen, ja, ist eigentlich nicht so gut, also müsst ihr jetzt nicht unbedingt farmen. Mehr gibt es dazu echt nicht zu sagen, wirklich. Also Leute, hier wären wir jetzt am Ende angekommen und ja, das wäre es eigentlich mit dem Update gewesen. Klar, ich habe die CC-Angebote und so weiter nicht gezeigt, aber die zeige ich eigentlich eh fast nie, deshalb, ja, bleibt es auch dabei, denke ich mal. Wie schon gesagt, Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, wenn ihr für diesen Rose hier pullen werdet. Von meiner Seite aus wäre es gewesen, hoffe auf jeden Fall, dass wir uns beim heutigen Stream oder beim nächsten YouTube-Video wiedersehen. Also Leute, und ciao!